Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Vor uns liegt das Level Buschtrommeln. Beim letzten Mal haben wir die Eiswelt durchgeschafft und das erste Level des Dschungels. Jetzt kommt also das zweite. Hey, die Attraktion sieht witzig aus. Oh, schade, es funktioniert nicht mehr. Sei vorsichtig, wenn du zum Feuer kommst. Ich habe keine Lust, dir zu helfen. Schalte die Attraktion ein und stopp das Kreischen der Papageien. Das klingt ja wieder nach einer interessanten Mission. Ja, ich muss sagen, die Dschungellevel sind mit Abstand die schwersten Level des Spiels. Die ersten beiden sind allerdings deutlich die machbarsten. Die erste Mission war ja recht einfach. Die ersten Missionen von allen Gebieten sind ja eigentlich immer einfach. Muss man sagen, obwohl wir erst zwei andere vorher gesehen haben. Ja, und wir müssen direkt mal gegen ein Nilpferd kämpfen. Und wir sehen, das macht verdammt viel Schaden. So, jetzt können wir diese Technik einsetzen, wo wir einfach nur immer wieder ein kleines bisschen lachen. Das Nilpferd so überhaupt nichts gegen uns machen kann. Ja, es hat einen Haufen gesetzt. Also, okay, es kann doch was gegen uns machen. Wir sollten also nicht direkt vor ihn laufen. Es kann sich allerdings nicht in unsere Richtung drehen oder konnte nicht. Ja, mit verdammt viel Schaden. Hallo, Typ Nilpferd, Umgebung Dschungel, Fähigkeit A, Schnauben, Fähigkeit B, Haftminen. Also ich nenne das Spucken und Scheißen, aber egal. Wasserresistenz, okay, Masse groß, Panzerung robust, Stärke stark, Zugkraft gut, Fallhöhe, Mittelproduktion sehr lang, Antrieb Kohle, Intelligenz gering. Ja, alles klar. Dann direkt mal zurück in die Hyäne, denn dieses Viech hier hat in der Tat überhaupt keinen Zweck im Moment für uns. Ja, du, es hat schon einen Zweck, da kommen wir jetzt gleich zu. Es muss doch was für uns machen. Plonk. Aber es ist nicht unbedingt... mein Gott. Nicht unbedingt lange wichtig für uns, das Nilpferd. Und das hier ist ein verdammt gemeiner Sprung. Von dem ich mal kurzzeitig schon dachte, diesen Sprung könnte man überhaupt nicht schaffen. Das ist einfach nur ein schwerer Sprung. So, hier oben drauf gibt es nämlich zwei violette Energiezellen für uns. Wir könnten auch später nochmal an diesen Punkt zurückkehren mit einem Tier, mit dem man da leichter dran käme. Aber, nee, wir können es auch jetzt mit dem Hyänenviech hier holen, wenn man es dann richtig macht. So, ja, jetzt gehen wir nämlich in das Nilpferd und machen die eine einzige Sache, die dieses Nilpferd hier für uns tun muss. Denn das Nilpferd ist eins der Tiere, die auf Grund laufen. Und hier haben wir schon wieder einen Wasserfall, hinter dem kein Geheimnis versteckt ist. Was zur Hölle? Ja, dieses Nilpferd muss nämlich für uns hier unten violette Energiezellen sammeln und da vorne diesen einen Schalter betreten. Und dann war das die gesamte Aufgabe dieses wunderschönen Nilpferdes. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, treffen wir auch keine weiteren Nilpferde in diesem Spiel. Also, die wir benutzen könnten. Ja, also, das war recht sinnlos, dieses Nilpferd, muss ich mal sagen. Es hat nicht sonderlich viel Nutzen bekommen. So, und in diesem Gratistrip hier sehen wir schon, oh Mann, das da vorne sieht gefährlich aus. Da haben wir ein paar Elefanten und einen wunderschönen großen Baum. Und da oben, neben diesem Baum, befindet sich das Ziel. Das Ziel ist fast direkt neben uns, aber wir kommen da irgendwie nicht hoch. Wir müssen also einmal komplett rundherum ums Level durchgehen, um da vorne irgendwie hinzukommen. Ja, wie gesagt, das war alles, was dieses Nilpferd zu tun bekommt in diesem gesamten Spiel. Wunderbar, nicht wahr? Also rüber wieder in die Hyäne und dann müssen wir uns jetzt hier vorne über die inzwischen beweglichen Baumstämme bewegen. Wir haben die Attraktion jetzt wieder eingeschaltet. Ist das lustig. Ja, ne? Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung hier mit der Hyäne drüber. Erstmal bringen wir uns jetzt in eine ordentliche Position, um das zu schaffen. Ach, stimmt ja, haha. Ich hätte hier vorne fast eine violette Energiezelle vergessen. Hüpf auf den ersten Baumstamm, hüpf auf den zweiten Baumstamm. Ja, ist auch kein sonderlich einfacher Sprung. Hüpf auf den zweiten Baumstamm und... Uppala! Jawohl. Hier oben auf den Vorsprung zu der nächsten violetten Energiezelle. Ja, die hätte ich fast vergessen. Ja, also dann wieder zurück auf den ersten Baumstamm, wenn er denn hier bleibt. Verdammte Mistbaumstamm, so. Zum Glück nimmt man keinen Schaden oder stirbt sofort, wenn man die Baumstämme verfehlt. Und dann, man kann hier so viel versuchen, wie man will. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit dafür nimmt, ist es eigentlich auch gar nicht so schwierig, hier rüber zu kommen. Uppa, ja. Jump'n'Run in diesem Spiel ist etwas gewöhnungsbedürftig. So, und da unten haben wir mal wieder zwei Elefanten, die wir dieses Mal nicht als Panzer, sondern als Hyänen erledigen müssen, was eine ganze Weile dauern kann, leider. Ja, die beiden Elefanten wehren sich überhaupt nicht gegen uns. Erstmal müssen wir sie, jawohl, beide zum Lachen bringen und jetzt stellen wir uns einfach hier die ganze Zeit hin und drücken immer wieder B, bis irgendwann sterben. Und das kann eine ganze Weile dauern, denn diese Elefanten haben verdammt viele HP und die Hyäne macht verdammt wenig Schaden. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie übermäßig wenig Schaden dadurch machen, dass wir immer nur so ein kleines bisschen B drücken. Wir machen im Prinzip fast genau die gleiche Menge Schaden, die wir auch machen, wenn wir komplett durchlachen. Es dauert wirklich einfach nur eine ganze Weile, die zu erledigen. Ja, wie gesagt, die Dschungellevel sind eigentlich die schwersten Level. Das hier ist, wie gesagt, auch nur eines der einfachen. Da kommen richtig lächerlich schwere Level, wenn man nicht weiß, was man machen muss. Sie sind alle gut schaffbar, wenn man alle Level schon kennt und weiß, was man tun muss und so weiter und so fort. Aber wirklich, wenn man sie das erste Mal spielt, darauf kommen muss, was man machen muss, sind die lächerlich, diese Level. Wirklich lächerlich. So, wir haben den ersten erledigt, schnappen wir uns den anderen Elefanten und erledigen den zweiten
indem wir ihn einfach kaputt sprühen. Das ist deutlich simpler, als weiter zu lachen. Ja, jetzt haben wir hier also zwei Elefanten liegen, die wir mal wieder als Sprungbrett gebrauchen können. Denn da oben haben wir, wie wir schon gesehen haben, zwei violette Energiezellen drauf, an die wir nur drankommen, wenn wir die Elefanten hier als Trittleitern benutzen. Rupp, da haben wir Nummer 1. Und komm her, Elefant. Merkwürdige Kameraeinstellung. Wupp, Nummer 2. Wunderbar. Und jetzt können wir nach vorne auch schon weitergehen. Ja, da vorne sind zwei Steine, die man ebenfalls hätte als Trittbretter benutzen können, aber das ist ja langweilig. Wir benutzen Elefanten. Und so. Hey, hier bleiben. Das ist, glaube ich, ein bisschen weit weggerollt. Schaffen wir den Sprung noch? Wupps, ja doch. Sogar recht leicht. Ja, ne? Und so haben wir auch diese beiden Elefanten da unten sinnlos erledigt. Obwohl wir da einfach hätten Steine nehmen können, um da hoch zu springen. Ja, hier vorne, genau, sollte eine violette Energiezelle liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier haben wir eins von diesen, tatsächlich eins von diesen drei Blättern, die wir im letzten Level als goldene Trophäe bekommen haben. Tja, wie bekommt man nur in diesem Level hier die goldene Trophäe? Da werden wir noch zu kommen, schätze ich. Ja, hier haben wir ein extrem gemeines Level, denn das hier ist wirklich irgendwie so das Jump-and-Run-Level von Silicon Valley. Erstmal haben wir hier Wände, die uns in die Lava da unten stoßen. Wenn wir in die Lava fallen, sind wir natürlich sofort tot. Wir haben hier Meteoriten, Magma, Gestein, was auch immer, das aus der Lava rausspringt und uns verdammt viel Schaden macht, wenn wir da reingeraten. Also wir sollten gucken, dass das auch nicht passiert. Hier haben wir, glaube ich, die gemeinste Wand. Die ist nämlich ziemlich schnell und wir müssen uns verdammt beeilen. Am besten auch springen, um den letzten Meter zu schaffen, ohne runtergeschubst zu werden. Ja. Und da sind wir auch schon auf der anderen Seite. Da vorne bin ich schon sehr häufig gestorben in dieser Lava-Magma-Stelle. Ja, und ein weiterer Elefant, den wir zu Tode lachen können. Wuhu. Ja, das hat ja beim letzten Mal schon nicht lange gedauert, das zu tun. Da vorne ist allerdings auch noch ein anderer Gegner, den wir jetzt noch nicht gesehen haben, von dem ich aber weiß, dass er da vorne existiert, den wir gleich brauchen werden. Den müssen wir mit dem Elefanten erledigen, denn die tot zu lachen ist ziemlich unmöglich. Ja, der Elefant war scheinbar schon geschwächt. Geht nämlich deutlich schneller, den tot zu lachen, im Gegensatz zu den letzten beiden. Und da ist er, der Schildkrötenpanzer, dieses Mal als unser Gegner. Und verdammt nochmal, das ist ein harter Gegner, muss man leider sagen. Ja, er schützt sich natürlich genauso, wie wenn wir ihn spielen. Er macht uns auch genauso viel Schaden, wie wenn wir ihn spielen. Und er ist nicht ganz dumm. Und ihn tot zu lachen ist ziemlich unmöglich, weil er sich immer in seinem Panzer verkriegt und uns verdammt viel Schaden macht. Und ja, ne, wir müssen ihn halt mit dem Wasserstrahl erledigen, bevor er uns erledigt. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ja, der Elefant ist leider nicht sehr effektiv gegen diese verdammten Panzer. Ich will nicht sterben, gib mir Energie. Puh, das war knapp. Ja, vielleicht sollten wir es doch mal mit Totlachen probieren. Ach, komm schon. Richtige Reichweite und Wassermarsch. Komm schon, der kann noch nicht mehr so viel haben. Ja, der war schon richtig gut in unserem Strahl drin. Komm schon, jawohl. Puh, das war knapp. Ja, wie gesagt, ihn tot zu lachen funktioniert halt nicht so gut, wie wir schon im letzten Level gesehen haben, weil der Panzer sich halt permanent verstecken kann vor dem Lachen und dann zwischendurch mal schießen kann und uns damit einfach erledigt. Ja, dann können wir jetzt hier vorne noch die letzten violetten Energiezellen sammeln. Pling. Die hier vorne irgendwo rumliegen sollten. Und hier vorne können wir Regen aktivieren. Das ist eine extrem interessante Funktion hier. Denn das ist in der Tat für nichts wirklich gut. Für scheinbar nichts. Ja, aber wenn man hier genau hinguckt, dann sieht man, dass es doch für was gut ist. Denn der Regen prallt hier an manchen Stellen tatsächlich auf. Wir können allerdings optional auch einfach mit dem Panzer vor uns schießen und sehen, dass wir hier tatsächlich Boden vor uns haben. Muss man auch erstmal drauf kommen, hier sind an manchen Stellen einfach unsichtbare Wege, über die man vorsichtig drüber fahren muss, denn dieser Weg ist leider nicht einfach kerzengerade. Ah ja, wie man schon sieht, da vorne hört er einfach auf. So, dann tasten wir uns hier vorne mal weiter. Das sind ganz gemeine Sachen hier vorne, wo man einfach nicht vorgewarnt wird. Man muss einfach selber darauf kommen, dass hier vorne unsichtbare Böden sind, halt indem man den Regen aktiviert und sieht, dass da Wassertropfen drauf aufknallen. Ja, man hätte ruhig mal irgendwie einen besseren Hinweis geben können. Aber naja, was soll's, was soll's. Da vorne sehen wir etwas auf dem Boden liegen. Ist es hier sicher? Ist es hier sicher? Ja, ist sicher. Jawohl, wir haben es geschafft. Ja, und es ist auch schon abgehoben. Da haben wir scheinbar einen Vogel, den wir mit unserem Panzer zum Glück runtersnipen können. Aufgabe erfüllt, du hast die Papageien getötet. Eigentlich war es nur einer, aber gut. Wir haben den Papageien trotzdem getötet. Typ Papagei, Umgebung Dschungel, Fähigkeit A, Fliegen, Fähigkeit B, Wasserbomben. Hä? Wasserresistenz extrem. Exzellent, Masse winzig, Panzerung leicht, Stärke schwach, Zugkraft sehr hoch, sehr gut, Fallhöhe sehr hoch, Produktion sehr kurz, Antrieb, Bio und Intelligenz, irgendwas. Ich habe sie leider gerade nicht gelesen. Ja, mit dem Papageien können wir jetzt mal wieder fliegen und bounce, 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 bounce rumhoppeln. Ja, damit können wir jetzt an die ganzen Stellen, wo wir mit der Hygiene recht schwer nur hinspringen konnten. Allerdings ist es ein ziemlicher Umstand, mit den Papageien extra nochmal dahin zu fliegen, deswegen war es deutlich sinnvoller, erstmal mit der Hygiene dahin zu gehen, um die Sachen einzusammeln. Und da sollte auch schon die letzte Energiezelle sein.
Ring! Jawoll, ja! Wir haben alle violetten Energiezellen gesammelt, aber uns fehlt immer noch die Trophäe dieses Levels. Wo könnte die Trophäe dieses Levels denn sein? Ja, mit den Papageien können wir jetzt auf jeden Fall zum Ziel hochfliegen, aber das wollen wir ja noch nicht nehmen, denn, ne, Trophäe und so, Fragezeichen, wo könnte sie nur sein? Ja, es ist mal wieder eine dieser Trophäen. Tada, da vorne ist sie nämlich auch schon. Eine der Trophäen, die man gar nicht erst aktivieren muss, man muss nur darauf kommen, wo sie ist. Sie ist nämlich direkt über dem Start des Spiels, wir müssen nur halt den Papageien haben, um hinfliegen zu können. Und das ist die Wasserbombenfähigkeit. Pling, es ist ein großer goldener Baumstamm, eine wunderschöne Trophäe. Einfach nur ein langer Stab mit halt einem kleinen Ast, der rausragt. Ja, die Wasserbombenfähigkeit ist in der Wirklichkeit ein Sturzflug. Also ich schätze mal, es hätte eher Sturzflug heißen sollen als Wasserbombe. Ich weiß nicht, was es mit Wasserbomben zu tun hat, aber gut. Was auch immer es mit Wasserbomben zu tun haben soll, wir haben diese Mission erfolgreich hinter uns gebracht. Ab ins Ziel mit uns. Oh, das hat nicht gut funktioniert. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Na denn, applaudier uns. Klatsch, klatsch. Darfst ruhig ein bisschen mehr applaudieren, denn... Ja, und jetzt kommt das ultimativ grauenhafteste, schlimmste und... bekloppteste Level des gesamten Spiels, der Sumpf des ewigen Gestanks. Wirklich, ich verabscheue dieses Level vom Grunde meines Herzens. Ich weiß nicht, wie viele Ewigkeiten ich gebraucht habe, um dieses Level endlich mal zu schaffen. In der nächsten Folge werdet ihr sehen, warum dieses Level so unglaublich bekloppt und schwachsinnig ist. Bis dahin.